Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Opas alten Bauernhof. Mit am Start ist der liebe Marcel. Moin. Der Philipp ist heute leider nicht da, der ist in der Stadt noch was hier überweisen von dem Opa. Gut, dann. So. Mal gucken hier, wo der Marcel bleibt. Ich wollte den eigentlich vorhin noch anrufen, aber. Habt ihr nicht mehr gefunden? Der ist nicht rangegangen. Na, naja. Mähdrescher hier, den verkaufen wir auf jeden Fall nicht. Der Peter hier wieder kommt oder wieder hieß da, oder was weiß ich wieder hieß. Wenn der wiederkommt, dann sind wir auf dem Deckel. Mein schöner Mähdrescher. Wahrscheinlich verkaufen wir den. Ah, guck, wenn man vom Teufel spricht, kommt da auch schon an. Alle Wetter. Nee, 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 nee. Jo. Oh. Warte mal. So. Und was hast du mit deinem komischen Pullen gemacht? Du, ich habe jetzt ein Problem. Was hast du denn jetzt schon wieder? Kannst du mir mal 20.000 Euro leihen? Nee. Gar, Komm. wo soll ich die 20.000 denn jetzt herkriegen? Dann nimmst du die von Opas Konto, Mensch. Also, Nein! er will für das Platzierchef 20.000. Bitte komm. Ja, nee, bist du nicht ganz dichte? Ich weiß, dass das eine Drecksaktion von mir war. Mensch, Aber ich heb sowas dir von. das. Ja, ich weiß. Ich gebe dir das in Heller und Pfennig zurück. Das glaube ich so wenig. Ich glaube dir kein Wort mehr. Ey, pass auf, du hast mich damals gerollt, nicht ich euch. Du hast aber nicht den Grund dafür, jetzt meine Maschine oder Ja. unsere Maschinen zu verkaufen. Ja, das war scheiße. Philipp? Nein, weil Philipp war damit nicht einverstanden und ich war damit nicht einverstanden. Das ist ja richtig. Mensch, ey, hast du noch nie einen Fehler gemacht? Doch. Du hast mich damals auch gerollt. Ich habe nie im Sterbenswörtchen darüber verloren. Trotzdem, es geht ums Prinzip. Ich weiß. Jetzt hör doch mal auf dein Scheißprinzip. Nein. Komm. Wenn, dann möchte ich, dass du die 20.000 von deinem eigenen Geld bezahlst. Mensch, ich bin nicht flüssig. Ja, dann mach dich flüssig. Ey, komm. Nein. Danny, sei nicht so, komm. Nein. Komm einmal. Für was brauchst du die nochmal? Was ich denen ausbezahle, Mensch, Alter, der will für das die Platzgeschäft 20.000 Euro haben. Ich kann dir 5.000 geben, aber 20.000 kriegst du von mir nicht. Ey, komm da. Mensch, ich zahle es dir zurück. Ich habe hier schon beim Bauern einen Auftrag angenommen, dass ich denen seine Felder grober komme. Ich zahle dir schnellstmöglich zurück. Wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, fliegst du hier hochgrandig raus, aber sowas von. Ja. Und das schwöre ich hier, so wahr du hier stehst. Ja. Mit deinem Pullover. Ja, es ist kalt. Nein, ist mir egal, ob es kalt ist oder nicht. Gut, Gut. dann rufe ich den jetzt an und bringe denen das Geld. Ich fahre dann zu mir nach Hause, da hinten ins Haus rennen und dann. Ich komme dir hinterher. Ich rufe den bloß schnell an. Danke. Gut. Verlass? Kann ich mich nicht auf dich verlassen? Dann brennt die Bude. Ja. Gut. Und die Karren bleiben jetzt. Steigt der einfach hin. Die Karren bleiben jetzt hier stehen, oder was? Die Fahrer sind jetzt nicht verkauft. Hast du die jetzt runtergenommen von eBay? Nein, die sind alles runtergenommen. Hier ist Hoffe der ich. Account. Gut, werde ich mir nachher mal durchgucken. Gut, warte, ich schicke dir einen Link. Da, Link hast du bekommen. Dankeschön. Aber ich sagen muss, du hast schöne Felgen drauf. Auf deinem Bulli. Toll, die bringen mir auch nichts. Ja, kannst du die doch verkaufen? Kriegst du pro Felge 3 Cent. Danke. Gut, dann lass uns mal schnell hochfahren. Ja. Bitte. Kommt dein Auto. Ja, wohl jetzt wieder noch 20.000 von mir haben. Kriegt ja die 20.000 das Falschgeld oder wie das Kram da heißt, da ich weiß noch nicht mehr. Kriegt der das und dann ist gut.
Oh, das vorne Spiegel. Scheiße, Mann. Ah, na, ist bloß ein Kratzer. Ach, sei froh, dass es bloß ein Kratzer ist. Ja, scheiß Jetzt. Tor. Jetzt. Ich komm mit. Renn. Geh mal schnell aufs Klo. Mache, ich hol das Geld. Erstmal den Schlüssel hier rausholen. So. Tür zu. Ah, hier, hier. Die Karte. Und dann. Ah, wo waren hier das Falschgeld? Ah, hier. Genau. 15, 20.000. So. Zumachen. Oh, Marcel. Ja. Hier, da auf dem Tisch liegen sie. Ja, danke. Ich vertraue dir. 20.000 in bar. Danke. Lässt du dich damit erwischen von der Polizei? Ist nicht mein Geld. Wie? Hä? Wie? Da hast du nicht das neue Gesetz gelesen? Man darf nicht mehr als 5.000 Euro bar jetzt hier herum mit sich herumtragen. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Gut, pass auf, dass ich die Polizei nicht erwischt. Okay. Ja. Gut. Ah, danke für den Tipp. Ja. Jutti, dann bis später. Jo, bis dann. Ich glaube, es ist ja wohl hier. Denkt er auch allem Ernst, er kriegt 20.000 Bar von mir. Nee. Das ist gar nicht mein richtiges Geld. Da gucken, was er damit anfängt. Ja. Unser Trabant mussten wir ja auch verkaufen. Dafür steht da jetzt hier der schöne GTI drin. Das ist der von Philipp. Ja, eigentlich ein sehr schönes Schmuckstück. Ich weiß gar nicht. Naja, der hat 11 Kilometer runter. Eigentlich sehr schön. Ja, den Trabi und den Ursus-Trigger mussten wir leider beide verkaufen, weil die schon zu alt waren und hätten wir den Trabi verkaufen, reparieren wollen, dann hätte uns das Ganze mehr als 30.000 Euro gekostet. Und da haben wir uns dann gedacht, nee, verkaufen wir den lieber. Ja, war dann doch die beste Entscheidung. Wer auch immer hier den Trecker hingestellt hat, ich denke mal, es war Philipp. Glaube ich, war Philipp. Ich habe dreimal gesagt, er kommt hier hinten hin. Ah nein, keiner hört hier. Holz liegt ja auch noch überall rum. Boah, ist das schwer. Olle Wetter. Das kann man eigentlich. Kann man hier eigentlich als Torkeil nutzen. Oder so, in der Art. So. Wollen wir uns mal hier die Maschinen richtig richten? Ah, hier unser Schlauch und Gülleschlauch. Oh! Mit dem Mann, du hin. So. Unser schöner Valtra, den haben wir sauber gemacht. Wir haben nur den Valtra lackiert. Die Anbaugeräte nicht, die sind zu teuer. Oder was heißt zu teuer? Es lohnt sich halt einfach nicht. Weil, solange sie funktionieren, braucht man sie nicht lackieren. Meine Meinung. Ich glaube, ich werde mal hier die ganzen Maschinen sauber machen. Habe heute mal ein bisschen was zu tun hier. Oh ja. So, wollen wir erstmal hier den ganzen Kram hier ausmachen.
Wir hätten ja da hinten unseren Kerl schon stehen. Hoffentlich fällt der drauf rein, die 20.000 Euro. Hoffentlich guckt der Pole das nicht an. Diese ganzen Dreckbalken, die da oben dran kleben, das ist ja richtig berstig hier. Kann man hier irgendwie hochklettern? Ja, kann man. Oh. Hühner. Und das stört die gar nicht, wenn ich die mit Wasser abspritze. Ah, jetzt. Ja. Renn weg! Stört es gar nicht. Nur wie es Marcel auch nicht stört, dass wir hier den Hof restaurieren wollen. Nein, da will der den Hof verkaufen. Leute, ey. Manchmal wüsste ich selber gerne, was der im Kopf Scheiße sich zusammenbaut. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob die Schläuche dran waren. Naja, egal. Oh, jetzt ist der auch noch hier. Oh. Danny? Ja? Brauchst du den Grubber? Nein, eigentlich nicht. Naja, ich hatte ja gesagt, was ich hier für den Bauern hier Lohnaufträge mache. Hm. Würde ich den nehmen. Ja, das wenn ist du... aber kein Gruber hier, das ist ja eine Scheibenegger plus Seetechnik. Ach so, gut, ne. Haben wir einen Gruber? Müsste ich gucken. Wenn nicht, dann würde ich mal zum Händler fahren, einen mieten, oder? Nee, ey, ey! Ja? Komm mal ran hier. Komm mal hier von der lauten BGA weg. Wenn nicht, nimmst du einfach jetzt hier vorne den John Deere mit der Scheibenegge. Du musst ja nicht die Aussaat nutzen. Du kannst ja einfach nur die Scheibenegge runterlassen und mit der den Scheibeneggen. Okay, gut. Gut. Geh mir ja jetzt langsam um mit der Karre. Na, dann häng den ab, dann hänge ich den an den New Holland dran. Gut. Oh nein, meine Felge. Scheiße. Verflixt und zugenäht. Okay. Jetzt. Komm, 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 komm. 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 Jut! Das ist ein Witzball, ey. War vorbei. Ich werde dem mal hinterher fahren. Oder mal gucken, was der macht. Nicht, dass der hier irgendeine Kacke baut.
Na nun, was ist? Findest den Weg nicht, oder was? Meine Güte. Nee, doch. Macht der Mick auch bloß einen Kratzer an die Karre rin. Kommt jetzt hier was? Ich kann das so schlecht einsehen hier. Bäume müssen noch mal geschnitten werden. Das könnte der ja mal machen. Hat der mal was Sinnvolles zu tun. Junge, auch zügig fährt das schon die hier. Das erste Mal jetzt richtig auf Auslastung hier. Alle Wetter, wo er denn jetzt hin? Naja, ich werde mal rinfahren. Sagen wir einfach, ich wollte zu Bauer Uli und dann Süd. Wenn der die Karre verkaufen will, ja. Shit. Ja, da hinten wenden und dann. Kann ich den von hier mal beobachten? Die Unterlagen von dem New Holland müssen wir uns ja auch noch holen hier. Scheiße, was macht er denn hier? Mal runtergehen. Den mal von hier irgendwie beobachten. Das fährt ja schon weiter. Foto machen. Wo will der hin? Ich muss hinterher, wenn der die Karre verkaufen möchte, ne? Ich schwöre euch, dann brennt hier die Hölle. Wobei die Hölle eigentlich schon am Dampfen ist. Dann wollen wir mal mit Navi anmachen. GPS und so funktioniert ja alles. Ah, da wird ein Auto. Gut, dass die Trecker alle GPS drin haben. Dann kann ich hier schön hinterherfahren. Aber der Opa, der muss den John Deere hier anscheinend noch irgendwie ein bisschen getuned haben oder so. Aber das ist heftig. Der fährt 60, Junge. Normaler John Deere 7R fährt 50. Will er hin?
keine Ahnung, wo der hin will. Aha, ein Schild da davon. Ich fahre einfach mal unauffällig dran vorbei. So, Reifeisen fahren. Die uns hier vielleicht. Schütze alt, um hier zu hoch zu klettern. Da ruft er mich jetzt an. Schnell, Trecker. So, jetzt. Ja, hallo? Danny. Ja. Ich hab ein Problem. Ja. Ich habe den Auftrag jetzt angenommen, ja, aber das Ding will hier scheinbar sehen oder so. Okay. Ich habe keinen Plan, ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Ja, dann warte, bleib mal am Telefon, ich komme zu dir gefahren. Bist du nicht da jetzt irgendwo da unten bei Raiffeisen kurz davor? Du, keine Ahnung. Ja, ich mache einfach die GPS dann. Da sehe ich dich, ja. Ach, bist du hier unten bei Raiffeisen? Ja, jetzt. Okay. Jut, kannst du auflegen, ich komme runter. Jut, okay, bis gleich. Jo. Stage, schon mal ein Problem hat hier. Da bist du ja schon. Oh, moin. Ja. So, was hast du jetzt hier? Ich habe hier den Auftrag zu grubbern. Ja. Aber sobald wie ich steig mal ein und fahr mal ein Stück, sagt er dir, wir haben hier keinen Zugang. Ich weiß nicht, was du meinst, das GPS, also hier dein Bordcomputer spinnt nur ein bisschen. Das Ding hat nur eine Macke, ganz eigentlich Vollgas. Du musst... Aber hier passiert... Er hat die Parkbremse ist angezogen. Hier passiert aber nichts. Die Parkbremse ist angezogen. Weißt du, wie man die löst? Nee. Da ist so ein schwarzer Hebel, den kannst du nach oben und unten drücken. Siehst du den? Nö. Dann lass mich mal einsteigen da. Also, da ist ein schwarzer Hebel. Den drückst du, dann kannst du wieder losfahren. So, jetzt. Aber siehst du, ich habe immer noch keinen Zugang. Passiert nichts. Doch. Fahre immer, Mann. Fahre einfach. Ich sehe hier gar nichts. Ist immer noch. Immer noch? Er ist immer noch weiß. Nee. Der Bing ist echt zu blöd für alles. Typisch diese Menschen aus dem Stadttier. Funktioniert doch alles einwandfrei. Ich muss doch nicht mal die Driller dafür anschalten. Werde ich den da jetzt sagen. Ey! Sag mal, bewegst du deine Hüfte jetzt schon nicht mehr, oder was? Nö, was denn? Ne, funktioniert doch einwandfrei.
Bist du dir sicher? Ja, funktioniert einwandfrei. Gucke doch mal hier. Nö, funktioniert einwandfrei. Er eigentlich trunken? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ja 1,8 auf dem Kessel. Man will es ja nicht. Scheinbar sollte ich feiern. Dann machst du, ey, höre mal zu jetzt hier. Du fährst jetzt mit dem John Deere. Obwohl, nee. Ich bring dich mit dem John Deere nach Hause. Ja. Und dann schläfst du erstmal. Und dann, wenn dann noch irgendwas sein sollte, dann bring ich dich ins Krankenhaus, okay? Ja, Hat sich dein Kommissar besser. Bohle jetzt eigentlich mal gemeldet? Nee, nee, nee. Gut. Warte, ich mache Motor aus und dann. Bin verwirrt. Ist doch alles noch was? Der hat einen getrunken, du. Warte. Bleibt ihr stehen? Ja. Ab, steig in. Ja, sitz. Puh, ich will's auch nicht. Aber ist mir auch ganz komisch. Ja, du riechst auch ein bisschen nach Alkohol. Naja. Bist du noch sauer? Natürlich bin ich noch sauer, aber soll ich machen? Jetzt die ganze Zeit wütend auf dich sein? Bringt auch nichts, da Bringt hast du mir ja auch recht. nichts. Du bist ja eigentlich auch nur mein Bruder im Endeffekt, aber vom Denken her, was du halt abgezogen hast, ist eine rotzfrische Aktion. Eigentlich müsste ich Ich dich weiß. hochkant rausschmeißen, aber ich lasse es mal sein. Erstmal. Gut. Na warte, ich bringe dich nach der Tür, nicht, dass du mich hier vorne zusammenklappst. Passt du da durch? Ich würde es hoffen. Mit die Breitreifen hinten könnte es schwer werden. Oh ja, gerade so. Ast. Oh, meine arme Ecke. So, steig's aus. Gut. Komm. Ach, die Türe war noch offen. Oh, alle Wetter. Hier rein. Gute Nacht. Leg dich entweder oben oder unten hin. Ist mir Ich egal. gehe nach oben. Oder geh in mein Schlafzimmer, kannst dich auch hinlegen. Nee, nee, ich gehe nach oben. Gut. Dann kurier dich aus. Jo. Werden wir jetzt erstmal einen Stecker ziehen hier, damit er keinen Strom hat. So. Zumindest kein WLAN hat. Ja. WLAN-Router mal hinter verstecken. So. Vielleicht machen wir es mal jetzt hier hoch. Hier nur mal schnell was holen. Die CD und die CD. So. Auch mein schönes Buch hier mitnehmen. So, lege ich mich jetzt auf die Couch. Rein. Obwohl, ne, ich guck bei mir im Schlafzimmer. So. Ja, ich mach Tür zu. Ja, Tür ist zu. So. Schließen wir. Nein, ich schließe draußen mal lieber ab. So.
Oh, nee. Wecker schön auf 8 Uhr. Punkt 8 Uhr sogar aufgestanden. Alle Götter. Mal gucken, ob Marcel, der ist wieder wach ist hier. Nee. Ah doch, Licht an. Ich muss aber meine Boxershorts jetzt hier raussuchen. Nehmen wir die von denen und nehmen wir weiß. Ah ne, wir nehmen schwarze Socken. So. Ich gehe als erstes auf Toilette, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist hier drin? Nee, jetzt. Erstmal sie sich sauber machen. Oh. Zähne putzen. Der Wascherzähler. Plus. So. Ich hasse das, wenn die Zahnpasta bei mir im Rachen steckt. Ist nicht lecker. Diese Tür hier, die muss man auch mal unbedingt gemacht werden. Das Licht aus und das Brett ran jetzt hier. Hier doch. Mal Lichter anmachen. Gut. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Seid gespannt, lasst euch überraschen und ich sage Dankeschön an den lieben Marcel. Jo, danke. Die, dann. Haut da rein. Tschüdelü. Bye bye.